Und weiter geht's. Ja, Edi sagt, wir sollen einfach irgendwo landen, irgendeine Mission wahrscheinlich machen. Das heißt, wir landen einfach nochmal auf der Zitadelle. Nee. Beim Angriff auf Hawkins Versteck im Industriegebiet des Sagera-Bezirks. Ja, wurde eine gefälschte ID gefunden. Sie könnte sich noch als nützlich erweisen. Finden Sie jemanden, der... Vielleicht auch Omega? Cool. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier. Das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Oh, jetzt kommt die... Kommt das die Ding, wo wir jetzt Joker spielen müssen? Wieso nehme ich Mordin mit? Und Jacob auch noch. Was ist denn da los? Vierergruppe auf einmal? Ja, klaro. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh. Oh, Scheiße. Wir verschwinden von hier. Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Ja, da sagst du was. Ich hasse diese Mission. Ist viel zu gruselig. Atmosphärisch. Ich spiele ja auch kein Outlast und so ein Scheiß. Ich mag nichts, wo ich mich verstecken muss und mich nicht wehren kann. Da drehe ich am Rad bei. Da wäre ich total instabil. Ja, ein Prätorianer. Viel Spaß. Das ist nichts für mich hier. Das ist ab. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schaffst es, Joker. Klettern. Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr wimmelt es von diesen Dingern. Ja. Bleiben Sie bei mir, ich beschütze Sie. Das sehe ich. Scheiße, scheiße, scheiße! Ja. Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig. So fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich
Ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Ist das gut. Viel Glück. Hehe, um Himmels Willen. Alles gut. Gut, dann weiter schleichen. Joker, du schaffst das. Leuchtende Dinge. Feinde auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Hilf. Was da alles für ein Zeugs rumläuft. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit zu minimieren. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Ja, sehr gut. Dann haben wir das ja geschafft. Checken Sie eine Mega atmosphärisch. Boah. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Also nicht. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox-Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Ich habe gehört, es soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Wir brauchen die Kurzung ausreden und uninteressant. Nee. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Eddie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an Ihnen zerbrechen? Eddie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Na komm. Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Wir haben getan, was wir konnten. Es ist jetzt an der Zeit, den Kampf zu den Kollektoren. Ich werde den Befehl in Kürze erteilen. Alle auf Posten und bereithalten. Wunderbar. Es geht wieder los. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn Sie soweit sind, Commander. Oh, 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 oh. Ja, da bringt es gar nichts, den Joker anzuranzen. Überhaupt rein gar nichts. Das ist ein total korrekter Typ. Der hat ja getan, was er konnte. Ich meine, was sollte er tun? Er hat komplett richtig gehandelt. Da müssen wir ihn nicht noch in die Scheiße reiten. Muss nicht sein. Bin schon nicht der menschlichste Mensch, aber in der Hinsicht kann man ihn dann auch einfach mal verstehen. So, jetzt kurz bevor wir zum Omega 4, müsst ihr jetzt endlich mal beim Omega-Wender. Ja. So viel Mühungen. Hallo. Commander, was kann ich für Sie tun? Puh. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Aber immer. Aber falls du noch interessiert bist. Oh. Nur kurz weg, weil die Katzen gerade wieder Scheiße bauen. Ruhe einkehrt. Bis gleich.
Mama mia, diese Katzen. Verrückt. Haben wir mit ihr geredet, mit Miranda? Das heißt, wir können durch Omega 4 Peer Portal starten, tatsächlich. Kollektoren aufhalten. Wir speichern beide mal. Ich muss natürlich das so schaffen. Wie? Keine Teamkleber mehr in meiner Kabine? Das ist ja eine Frechheit. Aber wir gucken uns das nochmal an. Wir haben ja nochmal Schiffe geholt. Das Megateil vom Shadow Broker. Das Ding da, ey. Ist das fett? Oh. Den gucken wir mal. Oh komm, wir sind von 9 von 100 Gegnern mit Nahkampfangriffen. Das kann ja noch was werden mit dritten Teil noch. Da kommt ja noch. Passiert. Okay. Wahnsinn. Cool. Aber wir haben doch nur noch die Kill-Trophäen, oder nicht? 50, 1000, 2000. Okay. Was haben wir hier nur noch? Wir nutzen das Omega 4 Portal. Überleben Sie die Saison. Halten Sie die Gruppe während der Saison Kommandos am Leben. Okay. Ja, jetzt geht's noch. Natürlich darum, hallo Hamster, du sollst auch überleben, wenn es geht, wir geben uns Mühe. Geht es halt darum, für die Platin-Trophäe, dass alle am Leben bleiben. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass alle loyal sind, das sind sie ja, hätten wir eh getan, weil einfach Spiel komplett spielen und so. Und, deswegen zwei Spielstände, muss man die Crew, glaube ich, bald gleich Aufgaben zuweisen. Und wenn du den falschen Leuten die falschen Aufgaben zuweist, sterben diese Leute und schon stirbt da jemand. Das heißt, in dem Fall, dass das passiert, müssen wir die letzte Mission nochmal spielen. Ich möchte das jetzt aber nicht spoilern und ich möchte mich da selbst nicht spoilern und möchte die Gruppenmitglieder so halbwegs einsetzen, wie ich es in Erinnerung habe, dass es klappt. Aber ich möchte das jetzt nicht nachlesen, weil irgendwie ist das ja auch cool, die Leute einzuteilen. Ja, wenn ich bei einem halt nur auch einen in Erinnerung habe, den ich nehmen kann, nehme ich den halt. Wenn nicht, dann muss ich mir halt Gedanken machen. Okay. Ellie ist auch nicht mehr da, das ist halt auch schade, ne? Die war auch nicht nett. So. Okay, Omega 4 Portal. Puh. Unsere letzte Reise. Wir werden es sehen. Wir tanken noch mal vorher. Ich liebe Mass Effect 2 einfach. Warum muss das denn jetzt gleich schon wieder vorbei sein? So, jetzt noch mal doppelt speichern. Sehr schön. Okay, okay. Omega 4 Portal. Das Omega 4 Portal ist von Gefahrensignalen und automatischen Warnvorrichtungen umgeben. In den letzten 1000 Jahren haben viele Schiffe versucht, es zu durchfliegen, aber keines ist je zurückgekehrt. Die einzigen, die es anscheinend gefahrlos benutzen können, sind die geheimnisvollen Kollektoren. Es gibt zahlreiche Theorien, warum Schiffe von Omega 4 nicht zurückkehren. Manche sagen, am anderen Ende befindet sich ein schwarzes Loch. Andere, hauptsächlich die verarmte Unterschicht von Omega, glauben, es handelt sich um eine Art Paradies auf Erden. Die meisten jedoch sind der Ansicht, dass die Kollektoren ganz einfach jedes Schiff erobern und oder zerstören, das durch das Portal kommt. Sieht schon so krass aus. Und ich liebe das. Warum muss das jetzt schon wieder vorbei sein gleich? Obwohl... Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Okay. Dann... Oh,
Verzeihung, Commander. Ich habe den Maschinenraum räumen lassen. In 5 Minuten dort. Klar, dass das Quartier des Captains nichts für dich ist. Ich nehme immer nur das Beste. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen, ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang. Oh, Scheiße! Zu knapp. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Gehen Sie mir aber auf den Geist!
solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, geben wir sie Ihnen. Da wird keiner sterben. Höhle des Maschinendecks beschädigt. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Kommand. Ach so, okay. Natürlich Miranda. Und zusätzlich nehmen wir Gwant tatsächlich mit. Ich glaube, die Gesundheit von ihm ist großartig. Das KI-Hacken wird uns leider nichts bringen. Die Kampfgruppe können wir. Ja, wir nehmen Gwant. Ich glaube, Damunition ist die letzte, oder kommen wir nochmal? Ich glaube, wir haben nochmal die Möglichkeit, vor der letzten Mission da was zu machen. Das heißt, das bleibt so. Render hat 2 Punkte, da können wir nichts machen. Er hat 1, da können wir auch nichts machen. Kollektoren. Wir wurden entdeckt. Jetzt bist du tot. Okay. Das ist komplett richtig, dass du Kogana bist. Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Chef. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Komm schon, nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Schadensbericht. Genetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Wie sehen die Shepard? Bei dem Ding müssen wir schwere Waffen einsetzen. Scharfschützen wäre jetzt das Beste, was wir auswählen konnten. Das macht so viel unglaublichen Schaden. Damn. Sind wir doch gerade dabei, Gwant, oder? Meinst du nicht? Sollte so sein. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren.
Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Sie schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Hauptgeschütz, Feuer frei. Na, wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Bring sie zur Hölle, Mädchen. Generatoren reagieren nicht. Alle Festhalten, die Landung wird hart. Joker, alles in Ordnung? Ja, vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Ich will die Kollektoren aufhalten, allein um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Okay. Jetzt sind wir bei dem finalen Bericht, glaube ich. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Norman die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten, und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edie, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wem schicken wir in den Schacht? Eieiei. Okay. Oh, jetzt wird's schwer.
Also Jacob auf gar keinen Fall. Jacob kann das nicht. Jacob würde da drin sterben in den Schächten. Wir brauchen jetzt jemanden, der in den Schacht geht. Ich weiß jetzt nicht, bei wem das okay ist. Ist schon mal gut, dass Grant nicht zur Verfügung steht, um in den Schacht zu kriechen. Definitiv Tali oder Legion. Ich weiß aber nicht mehr wen oder ob beide okay ist. Nehmen Legion. Legion, sie hacken sich überall rein. Ich schicke sie in den Schacht. Zur Kenntnis genommen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Ich bin dafür, Garrus zu nehmen, um den zweiten Trupp anzuführen. Erstmal, weil wir natürlich Grant und Miranda halt mitnehmen. Wir haben also Legion schon in den Schacht geschickt. Das müsste eigentlich klappen. Ich meine, das klappt mit Legion. Aber hier bin ich mir mit Garrus relativ sicher. Wir nehmen Garrus. Garrus, Sie führen das zweite Team an. Naja, zumindest weiß er, was er tut. Das ist richtig. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Oh bitte, habe ich jetzt richtig ausgesucht. Spezialist und Trupp, ich hoffe so, dass das richtig war. Nicht, dass die da gleich verrecken. Miranda und Grant ist in unserem Team. Deswegen konnte man Miranda nicht als Anführerin nehmen, obwohl sie... Finde ich auch großartig dafür. In Frage kommen würde. Wir nehmen jetzt die Kyro-Munition. Wir haben eh sonst soweit nichts mehr. In die Kollektorenbasis. Außentemperatur leicht erhöht. Keine Hindernisse überrottet. Zweites Team. Sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Die sehen Sie, Shepard! One hit? Los geht's! Da seh ich nicht. Grant, geh nicht. Geh um. Vorsicht! Verstärkung im Anmarsch. Ja.
Ich werde oft speichern. Weil ich einfach nicht. Okay. Garrus müsste ein guter Anführer sein. Mich würde so wundern, wenn das die falsche Entscheidung war. Ich bin mir eigentlich viel unsicherer, was das betrifft mit Legion. Dass ich hätte Tali nehmen müssen, aber ich meine, Legion ist super für die Schächte geeignet. Ich meine es. Ich kann mich aber auch echt täuschen. Ich hoffe, habe ich nicht getäuscht. Ich hoffe es so sehr. Bitte. Ja, aber ich habe gedacht, ich brauche noch einen Biotiker irgendwann. Dann nehmen wir auf jeden Fall Samara, falls das der Fall sein wird. Was gibt es eine bessere Biotikerin als sie? Gibt es einfach nicht. Da drüben beim Lüftungsschacht. Das Ventil müsste das Tor öffnen. Sehr gut. Nein, nicht so einer. Okay. Mach was. Irgendwas. Brandmunition brauchen wir jetzt hier gerade noch nicht. Verteidigungsschutz noch nicht gehört. Ja, ich bin dabei. Ich muss. Das erwartet sie. Ich weiß, dass sie da sind. Ja. Sie können sich nicht wieder. Doch kann ich, wie du siehst, du altes Stück Müll. Ja, ich weiß es. Dich in die Schussbahn, Affe. Jetzt kommt's. Wir übernehmen die Kontrolle. Ich kack ab. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Sie können sich nicht widersetzen. Ja, ich weiß es, Mann. Ich kann aber gerade wieder nicht zielen. Müsst ihr doch mal mit langsam rechnen, dass der Commander Shepard mal total daneben schießt. Das kennt man doch. Angriffe werden sie zerreißen. Nein. Okay. Ja. Nur ein Weg. Wir wurden entdeckt. Nein. Ich spüre hier gar nichts, außer dass du verlieren wirst. Fuck me, das ist so aufregend, immer hier diese Lüfte. Ich weiß es doch, Mann. Ich bin ja beim Kämpfen. Und ich spüre. Ah, scheiße. Okay. Das ist frech gewesen.
Hast du nicht getroffen, Miranda? Also schade. Hast schon ein bisschen. War viel Schaden, den wir gemacht haben. Sehr gut, Leute. Oh Gott. Nein! Wie schlecht kann man denn schießen? Ja, ich weiß. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Wir werden dann nicht sterben. Jawohl. Kommen. Siegerschwärme. Wir sind in Position. Sofort diese Tür öffnen. Los, wir geben Deckung. Die Tür hat eine Fehlfunktion. Bin blockiert. Mach zu, mach zu, mach zu. Keiner stirbt, keiner stirbt. Nein, nein. Sperrfeuer, lassen Sie niemanden durch die Tür. Jawohl. Gute Arbeit, Link. Jawohl. Ich wusste, ich kann auf Sie zählen. Shepard, das müssen Sie sehen. Stark, stark, stark. Super gemacht, Legio. Und Gareth natürlich auch. Sieht aus wie einer der vermissten Kolonisten. Hier drüben sind noch mehr. Oh Gott, sie lebt noch. Kelly? Wow. Gut. Bis jetzt haben wir alle richtig eingeteilt. Shock Wars. Dr. Chakwas, sind Sie okay? Bestimmt. Shepard, Sie sind wegen uns zurückgekommen. Niemand wird zurückgelassen. Gott sei Dank waren Sie rechtzeitig hier. Ein paar Sekunden später und ich will gar nicht daran denken. Die Kolonisten wurden verarbeitet. Diese Schwärme von kleinen Robotern, sie haben ihre Körper zu einer grauen Flüssigkeit eingeschmolzen und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Ich weiß nicht. Ich bin nur froh, dass sie hier waren, bevor sie das Gleiche mit uns gemacht hätten. Das sind wir auch. Aber wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Bis jetzt haben wir uns gut geschlagen. Hoffentlich können wir die Sache auch zu Ende bringen. Ja. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden.
Gefahr voller Seeker-Schwärme ist. Mordens Gegenmaßnahme kann sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Ganz klar, Samara. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Ich gehe wieder mit Garrus. Vertrau ihm. Ich beschäftige die Verteidiger. Sie schleichen hinten vorbei. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Scheiße! Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssen bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Scheiße. Tane? Nehmen wir Tane? Dann müsste das doch können, oder? Fuck. Oder Jacob? Und nehmen wir Tane. Wir nehmen Tane. Ich hoffe, das klappt. Joker, schicken Sie mir die Koordinaten der Landezone. Wir treffen Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Spezialist, Trupp. Und Tane kümmert sich um die. Und wir nehmen wieder Miranda und Grunt. Oh, ich werd verrückt. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Den Spielstand, wir machen einen neuen Spiel. Wir haben einen vor der ganzen Mission, falls was schief geht. Den brauchen wir aber eigentlich nicht mehr, weil bis hierhin haben ja alle überlebt. Ne? Das heißt, wir können den Spielstand benutzen. Theoretisch. Scheiße, Mann. Wir nehmen einen neuen Spielstand, scheiß drauf, dass wir mittig in der Mission einen haben. Falls da jetzt jemand stirbt, dann können wir den laden und die neu einteilen und nochmal spielen, sozusagen. Oder wenn es ganz blöd sein sollte, dann müssen wir halt den nehmen. Wir benutzen jetzt einen neuen Spielstand. Den sechsten, richtig. Okay, dann los. Gehen wir, Commander. Jo, Samara. So kann ich sie wenigstens auch in der letzten Mission dabei haben. Sie haben uns gesehen. Schon unterwegs. Aus dieser Stellung heraus kann ich nicht kämpfen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Meine Angriffe werden sie zerreißen.
warpen. Sehr gut. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Speichern, wie gesagt, ich speichere ein bisschen öfter, weil die Kämpfe finde ich hier allesamt richtig. Ne? Es kann losgehen, Commander. Danke, Summer. Großartig. Okay, beim ersten Mal haben wir alles richtig eingeteilt. Beim zweiten Mal jetzt, Garrus bin ich mir fast 100%ig sicher. Samara bin ich mir auch fast 100%ig sicher. Bei Tane bin ich mir gar nicht sicher. Sagen wir es, wie es ist. Bin ich gar nicht mit sicher, dass das richtig war. Aber ich meine schon, er ist ja flexibel einsetzbar eigentlich. Direkt vor uns. Schuss. Gehe in Deckung. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Juan, was tust du da? Sie können sich nicht widersetzen. Ihre Angriffe sind sinnlos. Nein! Übernehme Kontrolle. Fuck, 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 fuck. Fuck, fucky, fuck, fuck. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Das hat wehgetan. Ist Miranda tot? Hm. Zerbrechlich. Sind beide tot. Oh, what the f... Sie können sich nicht widersetzen. Lass mich mal in Ruhe hier, ey. Das ist wahre Macht. Unvergleichlich. Ich anders. Nein! Wir sind vor Ort. Das ist wahre Macht. Nicht schlimm. Jawohl. Wir haben den Kampf geschafft. Sehr gut. Mhm. Erstmal wieder speichern. Mission einsammeln. Und weiter. Gehen wir. Team, beim nächsten Mal bitte wieder überleben. Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Mara ist großartig. Guter Schuss. Danke. Da kommt immer noch Hoffnung. Also Garrus scheint da auch wieder die richtige Wahl gewesen zu sein. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Oh, wir müssen, da müssen wir uns jetzt richtig beeilen. Scheiße. Kann man da sagen, was das für eine Kackstelle hier ist? Zum Kämpfen. Wer hat sich denn den Scheiß ausgesucht?
wei, oh wei, oh wei. Also, nein. Gehen wir. Ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Darf doch nicht wahr sein. Zieh doch noch beschissen. Ja, genau. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Ja, wir haben noch alle Medipacks. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Ziehe mich zurück, Commander. Ah, das war's. Gut, Samara war auch die richtige Wahl. Es ist nur die Frage, ob Tane die richtige Wahl war. Dann müssen wir die ganze Scheiße hier nochmal machen. Perfekt. Jawohl. Sie haben uns gesehen. Alter. Zieh ich immer zwischen die scheiß Beine von denen. Einis. Ich halte durch. Solange ich kann. Den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Ich treffe nicht mehr. Sehr gut, Samara. Großartig gemacht. Der Sturmgewehr auf einmal. Das könnte ich auch dazu gebrauchen. Großartig, gut gemacht. Alter. Ich höre, was ist Ihre Position? Hinter der Tür umzingelt und unter schwerem Beschuss.
Wir kommen. Halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los! Jawohl, oh mein Gott, mach mir doch keine Angst, ey. Jetzt hätte ich fast gedacht, Garrus wäre vorbei. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Thanes Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Jawohl, Thane war richtig. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis sie zu Ihnen durchbrechen. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und ihnen den Rücken frei halten. Genau. Okay. Ja, Miranda Grant. Bleibt bei mir, ganz klar. Lief super mit dem Bein bis jetzt. Ein geiles bereit, Team einfach nur. Mega Charaktere. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Gut gesprochen. Bringen wir es zu Ende. Okay. Ich muss gleich nur kurz das Fenster zumachen. Wie kommen wir jetzt? Weil ich muss jetzt gerade hier mal ein bisschen Licht anmachen. Weil meine Augen sonst etwas müde werden langsam. Und dann kommen hier die ganzen Mücken und sonst was rein. Da habe ich keine Lust zu. Deswegen kurz Fenster zu. Oh nein, diese Scheißkämpfe stimmen. Ich habe sie fast vergessen. Die hinter ihren eigenen Schilden, Mist, nö, Kack. Ich will aber Mummi. Okay. Oh, da hinten Betäubungsschuss, der schlägt noch runter auf den Weg. Jawohl, perfekt, Grunt. Oh.
Sie werden den Schmerz kennen, Shepard. Sehr gut, Leute. Und jetzt warpen. Großartig. Aber keine Munition mehr. Nein. Zu spät. Jetzt bist du tot. Munition mehr. Franz ist tot. Miranda, komm hier. Hier. Unterwegs. Nein. Lad auf. Auch Unsichtbarkeit. Danke. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi. Was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen. Und
sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Was glauben Sie, wie viele Menschen Sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Er lebt also noch nicht? Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Okay. Edi, irgendwelche Vorschläge, wie wir das Ding ausschalten können? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde... Feinde im Anmarsch! Wir haben schwere Waffen! Nicht aufhalten. Nein! Oh, was trifft? Ich schieße schon wieder auf diese Scheiße. Ich bin's, Shepard! Ja, ihr bleibt doch nochmal hier. Bestätige. Mach mich wahnsinnig mit eurem. Das tut ihnen weh. Unsere Macht ist unvergleichlich. Sehr gut. Das wollte ich. Und dann. Los geht's! Auf die Injektionsschläuche schießen! Ich hab keine Munition. Ich hab keine Munition. Wie soll das funktionieren? Tot. Fuck. Jetzt kommt's. Okay, Miranda. Dieses Körpers ist unwichtig. Ich hab alles gehört. Fuck.
töten, werden sie zerreißen. Schnell, bevor uns platt macht. Okay. Keine Munition. Ich werde wahnsinnig. Warball. Einer weniger. Wie geht die Munition so weit von aus hier lang? Das ist ein Witz. Statusbericht. Jack hier. Ich mache alles nieder, was kommt. Bin jederzeit zum Abgang bereit. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich muss die Basis noch zerstören. Nicht unbedingt. Ich habe eine bessere Lösung. Ich habe die Pläne vor mir, die Edi hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Konnektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Das Ding lässt sich nicht transportieren. Was schlagen Sie vor? Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Unsere Mission war die Zerstörung der Basis. Shepard. Sie sind im Kampf für ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe sie zurückgebracht, damit sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was sie erreicht haben. Ich habe sie nicht aufgegeben, weil ich ihren Wert kannte.
Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Die Frage ist, bringt es uns irgendeinen Nutzen? Ja, die heile lassen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin rat- und sprachlos. Können benutzen? Nein, wir brauchen sie nicht. Dafür spricht halt, man kann dafür echt was finden, wo wir so Ressourcen finden, die vorher nicht erdenklich waren und man eine Chance gegen Reaper hätte. Abgesehen davon, was wir wissen, das was in Mass Effect 3 passiert. Aber... Nein. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Miranda, lassen Sie nicht zu, dass Shepard die Basis zerstört. Oder was? Ersetzen Sie mich als Nächste? Das war ein Befehl, Miranda. Zur Kenntnis genommen. Betrachten Sie das als meine Kündigung. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Weg hier. In 10 Minuten jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft. Ja, und jetzt kommt das, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte. Ich hab keine Munition, Mann! Möchte mit der Superwaffe nicht daneben schießen. Ich hab volle Munition. Alter, das war ja genau das Beste, was ich tun konnte. Stopp. Aber trotzdem. Nein! Alter, gib mir nicht auf den Sand. Schaden mache ich denn? Oh, her. Mal gucken, wie viel Schaden wir überhaupt an dem machen. Das war ja nix. Sie verarschen. Wei, oh, wei. Turmbombe hat echt auch noch die Reaper getötet. Okay. Go, 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 go. So spät, jetzt bist du tot.
egal worauf du gehst, Hauptsache wir kriegen. Nein, nachladen! Das hat wehgetan! Kommt der bitte jetzt zurück? Das ist gut, dass ihr dem das wenigstens auch nochmal sagt. Hört doch mal auf. Los geht's! Komm, wir haben's gleich. Nein! Das schon wieder nicht nachgeladen. Shepard Vogel! Warte, das lebt noch. Kann nicht wahr sein. Ein Schuss, der letzte Schuss. Komm. Go, 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 go. Ich werde. Ja. Dann nur noch einen Schuss, dann muss ich jetzt mal sitzen. Jawohl. Erster Versuch, nee, zweiter Versuch. Wir haben uns einmal sterben lassen. Joker, hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord, wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf.
Shepard, es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Es geht mir nicht um Ihre Zustimmung. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Die Menschheit braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie anführt. Ab jetzt erledige ich alles auf meine Art, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Wenden Sie sich nicht von mir ab, Shepard. Ich habe sie gemacht. Ich habe sie von den Toten zurückgebracht. Und ich werde genau das tun, wofür sie mich zurückgebracht haben. Ich werde diesen Krieg gewinnen, aber ohne dafür die Seele unserer Spezies zu opfern. Alter Schwede. Würde ich mir wünschen, dass ich diese Endsequenzen und so seit dem Tod von dem Reaper jetzt eben nochmal das erste Mal sehen könnte. Einfach großartig, richtig geil. Und wir haben alles richtig gemacht. Alle haben überlebt. Ja, und wir haben mit dem letzten Schuss sozusagen auch die Platin geholt. Was natürlich noch schön ist, dass das so alles komplett funktioniert hat. Mass Effect 2 ist einfach für mich der beste Teil der Serie. Auch wenn es weniger Rollenspiel als der erste Teil ist. Aber dafür ist der zweite so stark von den Charakteren. Man lernt so viel über die Charaktere. Man kann einfach jeden mögen, wirklich. Der einzige, mit dem ich nie eine Bindung habe, ist Morden irgendwie. Kazumi und Zart ist halt blöd, weil du einfach nicht näher mit denen reden kannst und somit auch nie was über sie lernst und kennenlernst. Und dadurch sind sie halt leider so ein bisschen blass und dadurch nie eine Alternative eigentlich zu den ganzen anderen Charakteren, die man da hat. Legion kommt leider auch erst sehr spät dazu, aber hat eine Schlüsselaufgabe gehabt mit den Schächten immerhin. Stain haben wir kaum mitgenommen, aber der hat dafür die Leute zurückgebracht. Ja, mit Miranda und Grunt hatten wir ein Bombenteam am Ende. Wir hatten ja nicht ansatzweise Probleme eigentlich. Wenn ich gewusst hätte, dass Neuladen beim Endboss sofort volle Munition macht, wäre ich auch nicht in diesen ersten schlechten Versuch reingegangen. Aber okay. Ich denke schon, dass wir das ganz gut gemacht haben. Obwohl ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass wir das heute schon durchspielen. Was mich jetzt vor Probleme für Sonntag setzt, falls ich Sonntag streamen wollte. Muss ich mir was Neues einfallen lassen.
Oh, aber es ist so gut. Es ist so gut. Jetzt gerade heute, so am Ende. Wahnsinn. Einfach Liebe ist. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich finde es so großartig, das Ende. Und vor allem, wenn man das dann auf Wahnsinn spielt, ist es halt auch nochmal, dass es viel intensiver natürlich ist. Ich habe so viel geflucht bei den ganzen Durchläufen. Heute hat sich fast den Grenzen gehalten, würde ich sagen. Ne? Aber... ist halt so. Wenn man dann so oft über einen Haufen geschossen wird, zum Teil muss man sich halt auch schon mal aufregen können, aber ich hab's einfach nur genossen. Und ich bin froh, dass ich mein Lieblingswand wieder am Ende mitgenommen habe. Am Anfang habe ich echt gedacht, der kann ja nichts. Und am Ende hat er mir gerade mit seinem ganzen Leben, was er hat, und ziemlich den Arsch gerettet. Wieder noch Mass Effect 3. Ich bin gespannt. Und mal sehen, wann wir das anfangen. Ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal so ein paar kleinere Spiele spielen. In WoW noch Prequests abschließen. Aber auch ziemlich bald damit anfangen. Vielleicht nächstes Wochenende, vielleicht Ende der Woche, Donnerstag, Freitag rum. Jawohl, jetzt geht der Controller noch leer. Danke, dass du so meinen Abspann zerstört hast. Oh, Controller. Die Reaper haben meinen Controller gehackt und jetzt versauen sie mir den Abspann, den Sieg über sie. Nice. Problem ist halt, wenn man die Teile kennt, da weiß ich, dass ich den dritten Teil richtig gut finde, aber nicht mehr so gut wie den zweiten Teil. Und dann ist das irgendwie schade, ne? Aber okay. Kriegen wir schon hin. Natürlich ein Hauptding, weil man Miranda und zum Beispiel Miranda und Grant nicht ins Team holen kann. Das sind so Zusatz-Dinger, die ich am dritten leider sehr schade finde. Da ist die, da stellt sich das Team wieder eher selber auf, wenn man so ein, zwei hat, die man nicht so ganz so toll findet, hat man da dann leider nicht so die Wahl wie im zweiten. Ihr wusstet ja in jeder Mission, oh, nimmst du den mit, nimmst du den mit. Ich habe versucht, irgendwie alle ein bisschen mitzunehmen, die ich mag. Außer Gareth, der kommt immer zu kurz, weil... Tja, weiß auch nicht warum. Eieiei. Hunger. Ich glaube, ich muss noch was essen, bevor ich ins Bett gehe. Das war schon fast Arbeit jetzt. Aber wir haben auch... Ne, wir kennen das ja gar nicht so. Wir sind hier nur für unsere Erde, für unser Zuhause zuständig. Aber eine ganze Galaxie zu retten, wäre doch... Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Ne? Bis die Reaper uns mal ernten. Aber bis jetzt lachen die sich wahrscheinlich noch ins Fäustchen. Da müssen wir uns ja noch keine Gedanken drum machen. Ich
versuche die ganze Zeit so ein bisschen zu quatschen während dem Abspann, weil ich einfach nicht weiß, ob die GEMA, ob das GEMA frei ist, was da am Ende so läuft. Weiß man ja nie, vor allem nicht bei EA. Ich hatte das schon mal bei Spielen, aber da war das immer nur so, ja, kannst du trotzdem machen, nur geht halt alles an den Urheber, dem das gehört, und das ist auch komplett okay. Das ist auch das, wie es sein soll. Die Künstler wollen das, sollen für ihre Kunst belohnt werden. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Aber man kann es halt trotzdem drauf tun. Es gibt aber auch welche, die sagen, nee, darfst du dann auch gar nicht erst. Und ich weiß auch nicht. Hoffe aber nicht. Ich hoffe, das geht klar. Sonst gibt es da alle Folgen auf YouTube, außer natürlich die letzte. Das macht natürlich komplett Sinn. Haben aber echt zwei Leute mitgemacht, wa? Jesse Houston, das ist schon mal die, das ist die Schwester von Whitney Houston, glaube ich. Ansonsten können wir jetzt vielleicht nochmal so kleine Spiele zwischendurch spielen. A Plague Tale war zum Beispiel für PS Plus umsonst, weil es ja auch ein ziemlich storystarkes Spiel, was aber auch nicht so lang geht. Man erstmal machen könnte, um jetzt eine kleine Pause in Mass Effect zu kriegen. Ja, WoW ist Ding, Crusader Kings 3 habe ich mir mal überlegt. Divinity 2 wäre auch so ein Thema, was ja immer noch ungespielt rumliegt. Irgendwie sowas. Na gut. Ah, was ist jetzt hier los? Sie haben verhindert, dass die Kollektoren einen menschlichen Reaper erschaffen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Setzen Sie das Spiel fort, meistern Sie unveränderte Missionen, entwickeln Sie die Beziehungen, spielen Sie heruntergeladene Inhalte und erkunden Sie die Galaxie. 2. Shepard importieren. Starten Sie ein neues Spiel mit diesem Charakter in Ihrer aktuellen Stufe mit aktuellen Waffen sowie zusätzlichen Credits und Ressourcen. Okay. Wenn wir jetzt wirklich nach der... gibt es natürlich jetzt zwei Sachen, die wir tun. Unsere Freundin, Miranda mal fragen. Wenn es denn danach spielt, man wird das ja merken. Und ansonsten gehen wir an den Gefechtsstand oder an die Karte und beenden natürlich da, wo wir die Abenteuer gestartet haben. Dann Mass Effect 2. Gibt es was zu sagen? Wir mussten es tun, Shepard. Ah. Die Basis der Kollektoren zu zerstören war die richtige Entscheidung. Der Unbekannte sieht das vermutlich anders. Aber wir hatten keine Wahl. Das ist richtig. Was gibt's denn da jetzt zu reden? Eine Minute Zeit, Miranda. Aber immer. Ich beschäftige mich. Okay, das haben aber wir schon. Ich habe unser. Falls du noch interessiert bist. Oh. Ich freue mich zu hören. Ich komme vorbei, wenn wieder etwas Ruhe einkehrt. Ja, mehr Ruhe als jetzt hast du nicht mehr. Okay. Hat denn jetzt jeder noch eine Meinung zu der Entscheidung am Ende? Ich kann gar nicht glauben, dass sie die Kollektoren besiegt haben. Es erfüllt mich mit Stolz, unter ihnen zu dienen. Ja, danke schön, das freut mich. Gerus. Erst Saren, jetzt die Kollektoren. Erinnern Sie mich daran, dass ich mich stets gut mit Ihnen stelle, Shepard. Mir tun die Reaper fast schon leid. Das stimmt, aber du hast auch zweimal einen Trupp angeführt in der letzten Mission und hast einen maßgeblichen Anteil an dem Erfolg. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Also von allen noch so eine letzte Meinung einholen. Denn Abenheil. Gesichtsnamen permanent heilen und alle Hinweise auf Community Implantate entfernen. Nö. Namen gehören zum Leben. Das ist einfach so. Da muss man nichts wegmachen. Interessante Entscheidung, Shepard Commander. Ihrer Spezies wurde alles angeboten, was die Geth anstreben. Wirkliche Einheit, Einsicht, Transzendenz. Sie haben es abgelehnt. Sie haben sogar die Möglichkeit zurückgewiesen, die Geschenke der alten Maschinen dazu zu verwenden, das alles unter den eigenen Bedingungen ihrer Spezies zu erreichen. Sie sind uns ähnlicher, als wir dachten. Siehst du? Ich muss zurück an die Arbeit. Die Katzen spinnen mal wieder. Zur Kenntnis genommen.
So. Mann, ey. Sorry. Wirklich sorry. Mann. Okay. Ja, jetzt überall. Nee. Haben wir nicht. Aber. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich es für richtig halte, dass Sie diese Basis zerstört haben. Der Unbekannte glaubt, er sei weise genug, um damit umzugehen. Aber das stimmt nicht. Genau, das stimmt definitiv. Haben Sie einen Vorschlag, wie wir die gesammelten Ressourcen nutzen können? Ich habe mein Möglichstes getan, um Ihr Erkundungspotenzial zu verbessern. Alles Weitere ist Ihre Aufgabe. Okay. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Okay, hier, die haben wir. Damentoilette brauchen wir nicht. Mannschaftsquartier, wer ist da drin? Ah, Mannschaft. Lebenserhaltung. Nein, das ist okay. Da fahren wir in die vierte. Da haben wir dann noch die Möglichkeit, mit Elchen zu reden, die letzte Meinung einzuholen, bevor Mass Effect 2 vorbei ist. Will nicht. Ist hier. Und. Lege. Wir haben einen guten Kampf abgeliefert, Shepard. Und wie sie die Basis gesprengt haben, anstatt sie Cerberus zu übergeben. Kleiner Gedankenanstoß. Wenn sie das gefährlichste Ding der Galaxie getötet haben, was bleibt dann noch? Wir. So ist das. Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Was für andere Informationen über Menschen schwimmen da noch so herum? Weniger als einen Finger tief kann man die Wirbelsäule spalten. Sie sind weich. Solarianer, Asari, alle weich. Quarianer weniger. Bei Turianern muss man zur Klinge greifen, vermute ich. Sinn sehe ich in all dem jedoch nicht. Aber man kann dann reinsehen. Sehr schön, sehr schön. Irgendetwas muss sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als sie. Ich sehe Leid, die Toten und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein, ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okia mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Sie haben also klein angefangen, aber dadurch sind sie geworden, was sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer. Ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Sehr gut. Spannend. Nochmal ein schönes Abschiedsgespräch gehalten. Wir gehen jetzt mal runter zu Jack, was die dazu zu sagen hat, dass sie noch lebt. Ist wahrscheinlich todunglücklich darüber. Ja, die hätte sich natürlich viel lieber dafür geopfert, für das Ganze. Jetzt gar keine Meinung? Okay, dann gehen wir. Ich sollte jetzt gehen. Okay, reden wir später. Gut, gut. Mit Jack kann man auch eine Romanze haben, glaube ich. Ja, das habe ich nie hingekriegt. Da muss halt die Antworten geben, die du normal einfach gar nicht geben willst. Und dann bin ich auch in Spielen dafür viel zu ehrlich, blöderweise. So, Dali. Ich kann nicht glauben, dass wir die Basis der Kollektoren zerstört haben. Alle haben gesagt, das sei unmöglich. Aber das wurde schon über viele ihrer Aktionen gesagt. Das ist sehr lieb. Das ist sehr lieb. Mhm. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich wüsste nicht, warum Sie das wollen. Ich bin immer noch krank und wenn ich Fieber habe, rede ich wie ein Wasserfall. Ich glaube, ich habe irgendwas über das Verbinden von Anzügen und Intimität erzählt. Und über Vertrauen. Nichts, worüber Sie sich weitere Gedanken machen müssten.
Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ich weiß. Das heißt, ich weiß es nicht, aber so habe ich das nicht gemeint. Es ist... wow, ziemlich heiß hier drin. Es ist nur so, dass es traditionell auch die Bereitschaft signalisiert für... Intimität. Ich wollte nicht... Es ist nicht immer so. Eher... Wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Moment mal, das klingt ja, als würden Sie da etwas vorschlagen, Tali. Was könnte ich denn wohl vorschlagen? Ich meine, als junge Frau, die von einem tollkühnen Commander gerettet wird, der sie dann in seine Crew aufnimmt und sich anschickt, die Galaxie zu retten? Wie könnte sie wohl irgendeine Form von Interesse an ihm entwickeln? Ja, komm. Wollen wir jetzt nochmal oder soll man jetzt nicht? Also, wir haben ja eigentlich... Ne, ist ja eigentlich Miranda. Das war ja... Oder wir fragen jetzt einfach mal. Ihnen muss überhaupt nichts peinlich sein. Nein! Och, ich wollte... Ich hege ähnliche Gefühle für Sie. Wirklich? Ich dachte nicht... Sie haben nie... Ja, gut. Wie auch immer, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber danke. Für den Besuch und das Gespräch. Eieiei. Ja, macht ja nichts. Ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht sagen, dass ich Interesse habe. Ich wollte einfach nur ihr sagen, dass das schön ist, was ihr da redet habt mit dem Vertrauen und so weiter und so fort. Ich wusste jetzt nicht, dass der wieder komplett in die Offensive geht, der Typ. Schlimm. Schlimm, sage ich euch. Dieser Shepard. Weil halt. Ne, Miranda und so. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Hab ich nicht. Warum lügst du mich denn an? Kelly, dann müssen wir auch nochmal reden. Sie sind gekommen. Ich wusste es. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, alles super. Ist bei dir denn jetzt alles gut? Ich halte durch, aber ich kriege diese Bilder nicht aus meinem Kopf. Gefangen. Ersticken. Es dringt in jede Pore ein. Entferntes Schluchzen im abgeschlossenen Raum. Aber ich muss das verdrängen. Es geht mir wieder gut. Ich lebe. Ganz die alte Kelly. Ja, ja gut, aber wenn man da in so ein Ding eingesperrt ist, ist es glaube ich schon echt schlimm. Vielen lieben Dank. Und so sind wir hier an unserem, in unserer Weltraumkarte oder was auch immer. Speichern das Spiel nochmal ab. Und dann können wir da nochmal ein bisschen was löschen. Da löschen. Und da löschen. So, 40 Stunden, 38 Minuten haben wir gebraucht für die Platin. Und aber denke ich, wir haben uns noch nicht zu sehr beeilt. Will ich auch gar nicht. Werden wir uns in keinem Spiel jemals machen. Beeilen. Sehe ich nämlich nicht ein, weil dafür liebe ich das Zocken zu sehr. So. Allerdings war es das denn jetzt hier heute für den Stream. War super stark, dass wir das durchgeführt haben. War nicht ganz der Plan, aber war einfach unglaublich gut. Und ich habe mir so viel Spaß dran gehabt, natürlich wieder an diesem traumhaft guten und einmaligen Spiel. Ich hoffe, ihr fandet das auch schön. Hat auch super geklappt, auch Wahnsinn. Im Endeffekt, der Endboss war wirklich kein Problem. Und am Sonntag geht es spontan weiter, je nachdem, wie es mir geht, katertechnisch und so weiter. Und ansonsten, selbst wenn es Sonntag, muss ich gucken, was wir spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich denke auf keinen Fall Mass Effect 3. Da brauche ich jetzt ein bisschen Pause. Wie gesagt, so Donnerstag könnte ich mir vorstellen, damit vielleicht anzufangen. Weil ich ja jetzt, wie gesagt, mit WoW, einem Story Game, das ist dann jetzt Mass Effect 3, und einem etwas so zeitloseren Spiel, das wäre jetzt Crusader Kings. Ja, dass ich das so ein bisschen variieren möchte. Immer ein Storygame, WoWE und wie gesagt, so eins, was man immer mal spielen kann, was man aber auch jederzeit abbrechen kann, wenn zum Beispiel mal irgendwas kommt, was man interessant findet, zum Beispiel Medieval Dynasty, wenn das mal im Angebot ist, würde ich mir das gerne kaufen, dann würde ich das statt Crusader King spielen zum Beispiel. So, dass dann immer so drei parallel laufen. Wie das dann aufgeteilt wird, kommt halt auf die Anzahl der Streamtage in der Woche an. Okay. Aber dann war es das für heute. Und für Mass Effect 2 vor allen Dingen. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Danke für alle, die da waren. Danke für alle, die die ganze Zeit da sind und immer wieder nettes Schreiben. Und freue ich mich sehr drauf. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt einen tollen Samstag. Und nach den Umständen entsprechend sehen wir uns dann am Sonntag. Wenn nicht, dann nicht. Dann geht es am Montag hier weiter mit WoW und Karazhan. Burning Crusade Raid. Und
Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Schlaf gut, haut rein. Tschö, 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 tschö.